Bananen. Hey, hau Leute, wir machen jetzt Bananeneis, beziehungsweise jener welcher hier etwas chaotisch. Bananen hat er schon. Hat er in der Hand und die hauen wir jetzt alle, so wie es Schatz gesagt hat, im Thermi einfach zusammen und schaut man einfach auf die Finger, wie das funktioniert. Also man könnte auch mit einem Zauberstab oder so, Hauptsache klein gemixt. Hauptsache Mousse. Okay. Alles Mousse. Also Attacke. Einfach alles. Die Bananenschäler. Mhm. Und natürlich gleich ab in Thermi. Braucht man 80 Gramm pro Einheit, also 240 Gramm Zucker damit rein. Also Sascha, wie viele Bananen haben wir da jetzt drin? 5 Stück. 5 Bananen? Und da kommt dazu? 3 solche Backel Milch. Sahne. Sahne. Also so dann 200 Gramm Dinger? Ja, 2600 Gramm. Einfach rein. Okay. Also 3 Stück von denen kommen jetzt da rein. 140 Gramm ist die normale Rezeptangabe. Also wenn du weniger machen willst. Habt ihr gehört? 240 Gramm Zucker. Ist die normale Angabe, ja. Schatz spart wieder. 205 Gramm. 210 Gramm Zucker haben wir drin. Beide? Nicht kleine mit rein? Ja, Milch. Moment, das ist genau. Für die auffüllen mit Milch bis 2 Liter. Was, 2 Liter? Ja, da hast du eine Anzeige mit. Oder du kannst auch erst mixen. Wir mixen jetzt das schon. Genau, da hast du einen bestimmten Stand und dann auffüllen, dass 2 Liter unterm Strich sind. Ah ja. So hab ich daheim immer gemacht. Eine Skala, oder? Nee, das ist bloß eine Maximumskala. Was? Das sind 2 Liter. Nee, ja. Hier sind 2 Liter. Ah ja, okay. Ja, hier. Genau. Gut. Aber das ist ja gar nicht mal viel Milch, was da reinkommt. Ja, da ist viel Sahne drin im Verhältnis. Gut. Man kann noch einen Vanillezucker mit rein machen, aber den merkt man in der Praxis nicht. Mhm. Ja, hier ganz einfaches Eis, einfach alles zusammen und mixen. Oh, oh, oh. Da hat jemand schon das Ding abgeschleppt. Also ganz einfaches Bananeneis. Mhm. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein Stückchen noch drin haben, aber wir haben keine Stückchen mehr. Schaust du? Gut. Sascha, ist das okay? Ja, wunderbar. Mhm. Wichtig ist halt immer, dass man reife Bananen hernimmt, also nicht so halb grüne. Ah, okay. Ja, dass der mit reife Bananen ist der Bananengeschmack viel intensiver. Wie geht es jetzt gleich weiter? Das ist jetzt schon fertig, jetzt können wir so eine Eismaschine füllen. Alles klar. Kannst du jetzt irgendwie umfüllen, dass man kalt stellt. Gut, dann sehen wir uns draußen wieder. Hier und da. Bis zu welcher? Bis zu der Unterkante von dem obersten Steg. Scheiß, stopp! Ja. Ja, stopp. Ein bisschen noch. Ja. Tja. Genau, das ist unser Rührer. So, den müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurecht drehen. Dann das Teil drauf. Und das ist der Antriebsmotor für den Rührer. Okay. Ist das schon ein älteres Modell? Ja, das ist schon. Von Unhold? 8 Jahre wird das schon. Ah ja, okay. Also, und je nachdem, wie das Eis dann wird, schauen wir, ob wir uns auch eine kaufen. So, dann Start, Stopp, Zeit, was passt eh. Das läuft schon. Das dauert jetzt 50 Minuten, oder? Ja, braucht es wahrscheinlich gar nicht. Okay. Das muss man jetzt schauen, wie die Konsistenz ist. Ah ja, 23 Grad hat es schon. Durch. Also, das ist eine Kompressormaschine.
die kühlt dann ja schön sauber runter. Nach einer Minute schaltet der Kompressor ein. Ah ja. Dann geht es bis minus 27 Grad runter. Okay. Gut. Dann lassen wir das Teil einfach durchlaufen. Die Bananen, die Soße, Suppe kommt wieder in den Kühlschrank. Oder kommt jetzt in den Kühlschrank. Da mache ich aber jetzt, du jetzt einen Sprutz Zitrone noch drauf. Kannst machen, ja. Okay. Dann wird es nicht dunkler. Ah ja, habt ihr das gehört? Ja, ihr habt es gehört. Gut. Ey, Sascha, machen wir heute noch Ananas-Eis. Können wir schon machen. Wenn das durchgelaufen ist. Müssen wir heute eine Sahne aufschlagen. Aufschlagen? Ja, wir müssen da Mousse machen aus den Ananas mit Zucker und dann mit der Sahne unter und Sahne unterlegen. Okay. Können wir aber machen, das ist jetzt auch nicht. Schauen wir mal, ob es was wird. Keine Ahnung. Thermomix kann ja Sahne schlagen. Hast du, ja, ich lang das Ding nicht an mit Sahne. Mhm. Hast du schon mal Ananas-Eis gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Also dann wird das auch für ein Sascha Premiere. Zitroneneis habe ich schon gemacht und okay. Das ist der absolute Hammer. Banane auf und Schokolade. Auf 20 Grad ist das Ding schon runtergegangen. Du weißt schon, dass ich hier Filmchen drehe? Oh, jetzt hat er sich eingeschaltet. Das geht jetzt schnell. Gut. Insgesamt sind jetzt minus 26 Grad und 25 Minuten Grad vergangen. Ja, hat sauber runtergekühltes Gerät. Ich denke, das wird was. Eis fertig. Oh. Ah ja. Ich will nicht essen. Also, das Eis ist jetzt gleich fertig. Wir essen also jetzt in unserem vorhergehenden Video und dann tun wir ja, das Eis weitermachen. So, hier fischen sie jetzt das Eis raus. Genau. Dann kommt es noch mal kurz in die Gefriere und die nächste Ladung kommt genau wie die erste hier rein. So, einfach oben drauf. Nächste Runde. Einfach oben drüber. Ja. Mit Patricia dieses Mal. Ah, da ist schon Dings drin. Wird das Eis hier rausgeholt? Patricia, dein Baby schaut schon raus. Ja, die kann schon bald kommen, ja. Warte mal, jetzt tun wir das raus. Ja. So, jetzt kann man das abschleifen. Mmh. Lecker Bananeneis. Also das ist jetzt die Konsistenz, sowas laufen lässt, bis der Rührer stehen bleibt. Okay. Ja. Schön, schön. Gut. Dann warten wir eigentlich bloß noch, bis es serviert wird nachher. Mhm. Eine Ladung haben wir noch, oder? Ja, halbe. Gut. Das ist die. Tja, so sieht das Ganze nun aus. Lecker Bananeneis. Mmh. Yummy. So, danke schön. Mmh. Lecker. Mhm. Lecker Bananeneis. Kann man gut essen. Wirklich mhm. Richtig fein. Aber Sascha, ich dein Eis. Okay. Machen wir das Ananas-Eis morgen früh? Können wir machen, ja. Weil das wird heute zu spät. Mhm. Ja, ja. Wir haben es schon 9:30. Machen wir es morgen früh. Ja, super. Freunde, so eine Eismaschine ist eine geile Sache. Ja. Wir haben jetzt Bananeneis gemacht. Das nächste Video machen wir dann noch ein Ananaseis. Das wird etwas anders gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt nicht diesen hier, sonst habe ich das Eis in der Haare. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Also morgen und tschüss.